Das Erste, was wir machen, wir holen alle Boote rein. Das heißt, wir fangen an, sie komplett abzutakeln. Der Baum wird abmontiert, der Mast wird runtergelassen. Und dann werden die Boote mit dem Kran aus dem Wasser gezogen. Wir haben aktuell 15 bis 20 Boote an der Anlage stehen. Und fangen peu à peu an, die alle reinzuholen. Gucken natürlich, dass wir wirklich bis Saisonschluss immer noch ein paar Boote im Wasser haben. Falls nochmal Schüler vorbeikommen oder Leute, die Lust haben zum Segeln, das schöne Herbstwetter einfach nochmal nutzen. Und dann fängt es eigentlich damit an, dass man so die feinen Sachen durchgeht. Die Segel werden genau durchgesehen, ob wirklich irgendwo noch Risse vorhanden sind. Dann werden die Boote in die Halle gebracht und dort werden sie halt eben nochmal komplett neu überholt, gestrichen, die Technik wird erneuert und was sonst noch so anfällt. Also für uns war es eine schöne Saison, einmal zu sehen, dass wir mit sehr, sehr guten Bedingungen zu tun hatten. Wir hatten überhaupt keine Plagen, die Zuckmücken waren nicht vorhanden, das Laichkraut war nicht da und es war auch gar kein Fischsterben, keine Blaualgen hier am Westufer. Insofern, der Wasserstand war hervorragend, wir hatten also Top-Segelbedingungen und das hat sich auch relativ schnell rumgesprochen. Es sind viele Leute gekommen, die Ferienkurse für die Kinder waren gut besucht. Wir hatten eine große Anzahl von neuen Binnenschülern, die hier den Sportbootführerschein Binnen machen und haben also für diese Saison oder in dieser Saison eine sehr positive Resonanz gezogen und hoffen auch, dass es so bleiben wird. Und wir haben dann auch nochmal Theoriekurse von der VHS, wo die Leute ihre Binnentheorie machen oder auch Sportbootseetheorie. Und insofern sind wir auch im Winter gut ausgelastet.